entscheiden, ob die jetzt Sinn machen oder nicht. Einfach weil es schön ist. Also wie gesagt, du kannst das gerne mal googeln. Conan Exiles ist von derselben Firma, die auch das Online-Spiel Conan, Age of Conan gemacht hat. Ist halt wie gesagt auch Pre-Alpha-Phase, kostet auch etwas gleiche wie Ark, also kostet bei denen kostet halt 29,99, Ark kostet 27,99, also pfff, gehopst Ja, wie was er gesprungen. kostet, ist ja egal. Und wie gesagt, alles, was mich im Moment richtig zurückhält, ist die Sache mit dem Netzwerkcode, weil die sagen, es werden im Moment zwei Sachen kritisiert. Das eine ist, dass wenn der Host sich wegbewegt, also derjenige, der das Spiel leitet, dann würden alle anderen auch hinter ihm hergezogen, sozusagen. Das ist schon mal die eine Sache. Und die andere Geschichte ist, also das vermute ich, würde auf einem Dedicated Server nicht auftreten, sofern man da einen installieren kann. Aber das andere ist, das ist dieser Rubberbanding-Effekt. Den kennt man aus verschiedenen Spielen, wenn der Netzwerkcode nicht sauber ist. Das heißt also, wenn die Synchronisation zwischen Server und Client nicht ordentlich implementiert wurde, dann glaubt der Server, dass du an einer anderen Stelle bist als der Client, also springst du durch die Gegend. Und wenn du durch die Gegend springst, dann ja, wird die Steuerung scheiße und es macht keinen Spaß mehr und so weiter und so fort. Also das ist immer das Problem zwischen Cheat-Schutz und Spielbarkeit, so diese Waage zu finden. Also ich habe ja, weißt ja, ich habe ja, oder ich habe es glaube ich in einem anderen in einem Videos auch erzählt, dass ich ja auch selber schon ein bisschen was mit Unity Engine und so weiter gemacht habe. Und ja, du hast halt irgendwo das Problem, dass wenn es rein Server berechnet machst, dann ist es zu langsam, dann wird der Spieler merken, dass das nicht gut funktioniert und hat ein Problem. Und wenn es rein Client-basiert machst, kannst du halt cheaten. Also brauchst du irgendwie eine Mischkalkulation. Und die Mischkalkulation nennt sich normalerweise Prediction, dass der Client also davon ausgeht, dass der Server die Aktion gutheißt und sie schon mal ausführt. Und der Server diese Aktion dann tatsächlich gutheißt und dann merkt der Spieler das Problem nicht. Wenn es aber eben unsauber implementiert ist, so eine Prediction, und ich als Anfänger auf diesem Gebiet kann das nicht, also das heißt, oh, warte mal kurz. Da spiegelt sich der Rücken eines Rexes im Mondlicht. Da müssen wir mal kurz gucken. Das ist der 130er. Und die zittert da ganz schön. Die sieht aus, als wenn die den Stein rammelt. Das kann jetzt wohl nicht sein hier. Aber sie ist noch da. Und sie ist mir eigentlich auch zu nah. Wolltest du nicht irgendwie noch vorbeikommen? Ja, muss noch Vorbereitungen treffen. Warst du thematisch schon wieder woanders? Ich war noch bei der Zähmung von einem Spino Ja, beschäftigt. dann zähm den in Ruhe. Ich meine, ich laufe einfach Der ist weiter. jetzt fertig. Achso, der ist fertig. Dann behalte ich sie einfach jetzt ein bisschen im Auge und erzähle einfach ein bisschen weiter. Spino, welcher Level? Fünf. Geht eigentlich nur darum, Eier legen zu können, weil es Ja. weiblicher ist und da oben am See die Megaperan erstmal wegmachen zu können. Also das mit dem Mond sieht natürlich auch geil aus, ne? So, dass sich da langsam Wolken vorschieben und so. Ja, das haben sie schon wirklich schön gemacht. Ja, also wie gesagt, nochmal kurz zu Conan. Also wenn sich rausstellt, dass diese Probleme weg sind, dann würde ich für Conan durchaus auch einen Server installieren. Und dann könnten wir das auch ausprobieren. Und wenn es Spaß macht, würde man dann da eventuell auch mal eine Let's Play-Serie zu drehen. Also da vielleicht auch, wenn Interesse besteht, einfach mal in die Kommentare. Wobei ich gerade überlege, wann dieses Video ausgestrahlt wird. Bis dahin sind die Netzwerkprobleme vielleicht auch schon Geschichte von denen. Ja, könnte sein. Das ist genau der Punkt. So. Die hängt echt am Stein fest. Also ich bleibe im Moment hier noch schön weiter stehen. Ist zwar gerade dann zum Gucken nicht ganz so spannend, aber zwischendurch zeige ich mal wieder auf die Lavaflüsse. Das sieht echt geil aus. Auch wie die Lava so ins Wasser läuft. Da ergibt sich dann so Wasserdampf, der hier rauskommt. Das ist schon echt schick. Muss man schon sagen. Naja gut, Unreal Engine 4, die macht schon was her. Nachdem jetzt ja die Entwickler auch nach und nach immer mehr versuchen, den Grafikkarten-Client
Quelltext zu optimieren, dass du halt immer entweder besser einstellen kannst oder mehr Bilder pro Sekunde bekommst. Kommen auch immer mehr in den Genuss der wirklich coolen Optik. Aber ich mache jetzt mal kurz Folgendes. Ich mache jetzt hier mal einen Aufnahmeschnitt. Denn zum einen habe ich jetzt gerade nichts mehr zu erzählen. Und zum anderen einfach nur hier drum rumstehen, macht ja für euch, glaube ich, auch keinen Sinn. Also ich mache mal kurz einen Schnitt und wenn der Peter dann hier ist und wir den Rex dann betäuben, zähmen, wie auch immer, dann melde ich mich zurück. Ich bin jetzt am Obelisk, wo seid ihr? Peter ist, ja, wie gesagt, 2050 etwa. Und hallo zurück. Wie versprochen, haben wir die Wartezeit mal kurz überbrückt. Peter lockt den Rex jetzt mit seinem Argentavis nach Hause. Hat ihn jetzt quer durch einen Lavafluss gelockt. Ich nehme die Brücke. Also Uwe, du kannst dich ja mal... gehst am besten direkt oben auf die Landeplattform, stellst deinen Flieger auf Passi. Ja. Peter, hier ist ein Lex 145. Wo ist hier und was ist für Elden? Da bei der Brücke, quasi auf der anderen Seite der Brücke, wo du gerade versucht hast, den 130er drüber zu locken. Der läuft genau, der 130er läuft gerade auf den 145er zu. Im Zweifelsfall müssen wir halt beide betäuben. Mein Gott. Ich bin jetzt gerade bei Maximus. Wo ist denn die andere Basis geblieben? Das ist nicht die andere Basis. Nein, dann habe ich in das Freigehege gestellt. Es macht nämlich wenig Sinn. Der eine geht schon wieder zurück. Einen wilden Rex in ein kleines Gehege reinzusperren, wo ein gezähmter Rex bereits. Oh, jetzt beißt er dich aber, ne? Ah, ich seh's. Also ich bin jetzt in der 10-Box. Bring deinen Flieger irgendwo hin, stell ihn auf Passi. Sodass er quasi nicht an. Und dann stellst du dich am besten außen, da wo die Säulen sind, mal hin, damit du, wenn ich den reingelockt habe, dass du dann das Tor zumachen kannst. Die Frage ist, kann ich mit einem Rex entkommen? Klar. Ja, wenn das geht, dann kümmer du dich jetzt um den einen und ich versuche den anderen. Also ich stehe jetzt draußen vor dem Tor, aber unten, weil oben komme ich ja nicht dran an das Tor. Das klappt sich ja schon nach. Unten, aber draußen bei den Säulen, dass du nicht im Weg stehst. Ja. Das ist auch wieder so eine typische Müde- und Hungrig-Aktion. Nein, es reicht nicht ein. Rex, es müssen zwei sein. Und du hast deinen verloren, ne? Der kommt ja, jetzt auch zu mir. Ja, jetzt hast du beide mal. Shifte mal renn weg. Naja, bin schon dabei. Problem ist, du musst oben eh abhängen, weil du kannst mit dem nicht in die Box reinrennen. Weil dann sitzt du in der Fahrt. Hast du hinten nicht... Ich dachte, die Box hat zwei Türen. Nein, ihr habt nur eine Tür. Du wirst wegkommen. Die andere haben wir nämlich jetzt wieder verloren. Ich stelle mich jetzt mal hier hinten in die Ecke. Musst du Richtung Kiste oder musst du Richtung hier hoch? Du musst Richtung Kiste, ne? Ja, dann verstecke ich Richtung Kiste. Dann verstecke ich mich mal hier. Dann kannst du an der Kiste entlang laufen und ich komme dann wieder runter und hol die andere. Das ist eine Aktion.
Ja, sie rennt natürlich sofort wieder Richtung Lavafluss. Oh Mann. Oh, da kommt ein Rex. Hinter einem. Rennst du wohl aus dem Fluss raus? Ja, jetzt weiß ich, was du meintest, bitte. Das ist schlecht. Die ist durch den. Die hatte doch gerade noch Aggro von mir. Er steht jetzt leider an der Seite da. Ja, da, ich lock ihn gleich ab. Ich fürchte, die 130er, nachdem die jetzt mehrfach durch den Fluss gelaufen ist. Ich jag schon mal ein paar Pfeile rein, vielleicht riecht halt irgendwann Aggro auf mich. Die ist jetzt beschäftigt, die greift jetzt das Gebäude. Da sie aber im Gebäude nichts anhaben kann, können wir sie jetzt auch auf die Weise erledigen. Ich weiß noch nicht, ob ich genügend Pfeile dabei habe. Ah, ich habe, ja wohl, so viel habe ich auch nicht, aber 50 Bolts und 20 Pfeile. Ja, ich nehme am besten Armbrustbolt. Weil ich habe da so eine abgegradete Armbrust. Ich frage mich, warum die sich dann, wenn sie dann auch die Aggro verloren haben, sich gleich wieder um 180 Grad drehen, um dann. Vor allen Dingen, jetzt kriegst du die Aggro auch nicht wieder. Jetzt stehe ich hier, die läuft doch jetzt. Oh, unten das Dinotor. Ist da. Seid ihr mit ihr mit dem anderen in dem großen Dinotor hier drin? Seid ihr da? Ja. Stehen also noch zwei brauchen wir jetzt nicht. Nee, ist okay, wenn ich das weiß. Dann ach, da bist ich das... du, ja, ich sehe dich. Ja, aber der Rex kommt hinter dir her, ne? Ja, im Moment nicht. Jetzt achte ich halt drauf, dass er dann wieder nicht zu weit wegläuft. Dann versuch ich hier mal so ein bisschen. Die läuft zielgerichtet immer wieder nach unten Richtung Lavafluss. Und zwar, ich bin hinten an der dran. Ah, jetzt, das ist der Hammer, wie lange die sich auch Zeit lässt mit der Aggro. Oh ne, der haut doch jetzt nicht ab, oder? Doch. War das ja nicht reingeschafft. Hat der schon so viele? Ja, ja. Ja, wäre schön, wenn er noch hinterherlaufen würde, ne? So, die habt ihr? Jo. Da komme ich mit ihr jetzt Richtung Basis. Ich bin mit ihr nämlich jetzt extra ein bisschen weiter im Kreis gelaufen. Uwe. Geh dann schon mal ins Gebäude rein, am besten. Ja. Wo willst du denn jetzt hin? Oh Mann, ey. Oh, das hat funktioniert. Ich habe ihr im Befehlston klar gemacht, dass sie gefälligst herzukommen hat. Das hat funktioniert. So, sie ist jetzt in Basisnähe. Ihr müsst euch jetzt halt überlegen, wie ihr sie dann.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, Ich Uwe, hole. du lockst sie jetzt zu Fuß ins So, Vorrat. ich speede jetzt mal erst weg. Durch. Na super, jetzt liegt erstmal ein Ei. Toll. So, jetzt verschwinde da. Ich hatte halt gedacht, weil du da unten doch dieses Gehege hast mit zwei Toren. Ich habe halt gedacht, Da dass man stehen das die da. anderen beiden drin. Ja, aber weil die ja beide einen Sattel haben, die hätte man ja quasi. Nee, da hat nur einer einen Zettel. Na gut, okay. Oh, ich krieg die Aggro nicht. Schieß auf sie mit einem Betäubungsgewehr. Dann kriegst du in der Regel Ah, Aggro. jetzt habe ich ihn, glaube ich. Sieht nicht so aus. Ne. Ja, du bist ja auch so schnell, wie du da durch die Gegend fliegst. Du, wenn überhaupt, kriegst du die nur kurz und fliegst, dann hast du dann wieder weg. Der Terrano dann ist da einfach zu schnell für. So wird das nichts. Ich habe auch gesagt, Aggro zu Fuß. Jetzt hat er sie. Mal gucken, wie lange. Und sie dreht ab. Ja, und jetzt hat sie Interesse an den Skorpionen. Was ja erstmal nicht schlimm wäre. Oder kann sie da drüber beißen? Sie kann da drüber. Ah, sieht so aus. Scheiße. Ja, dann schieß drauf. Landen, draufschießen, betäuben. Es ist auch genau die Seite, wo nie ein Rex auftauchen sollte. Jetzt haut sie ab. Ach so, jetzt bin ich hier. Ich habe jetzt extra. Also, ich renne jetzt mal in ihre Richtung, weil ich habe jetzt Schrotflinte mit. Ach, Schrotflinte, genau. Armbrust mit. Sind auch Betäubungsfeinde, ne? Ja. Interessante Taktik. Was heißt die interessante Taktik? Du fliegst die ganze Zeit oben drüber und kriegst die Aggro sowieso nicht richtig von ihr. Lauf Richtung Haus, dass du in Deckung kannst. Aber rechts dran vorbei. Das Problem ist, ich wollte eigentlich nicht so. Das schießt aber auch doof. Wo ist er? Oh Gott, wie ist denn die so schnell wieder weggekommen? Aber da solltet ihr nicht weiterhin fliegen. Er ist doch jetzt bei dem anderen Dino gleich. Okay, ihr habt sie drin. Jetzt macht einer es kurz. Bin schon dabei. Sehr gut. War hier nicht irgendwo eine Eingangstür? Also, du kannst schon mal Seite. vieles machen. Ja, da ist zwar Seiten. Aber ich wollte jetzt nicht hier. Okay, so.
Ist die gerade durch die Wand durchgelaufen? Sieht so aus, ja. Oh, Scheiße.